Einen schönen guten Abend, ganz herzlich willkommen zum heutigen Webinar der IG Bank. Mein Name ist Christoph Malusses, ich bin Premium-Kundenberater und Marktanalyst bei der IG Bank und freue mich heute hier gemeinsam mit Herrn Salabomidi von DailyFX Ihnen das Webinar anbieten zu können. Heute das Thema wird sein, wie entwickle ich mir mein DAX-Setup? Da wird uns Herr Bomidi gleich einige interessante und spannende Ansätze zeigen. Bevor ich das Wort an Herrn Bomidi übergebe, wie immer natürlich bei den Webinaren und Seminaren, die Sie ja uns bei uns schon regelmäßig besuchen, einmal kurz der Haftungsausschluss, den ich Ihnen gerne kurz vorlese. Sie können dem Ganzen natürlich auf dem Bildschirm direkt nachfolgen. CFDs sind Finanzprodukte mit Hebelwirkung. Der Handel mit CFDs birgt ein hohes Risiko und kann nicht für jeden Anleger geeignet sein. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich gegebenenfalls von unabhängiger Seite beraten. Der Handel mit CFDs kann nicht nur zum Totalverlust Ihres eingesetzten Kapitals führen, sondern auch darüber hinausgehende Verluste nach sich ziehen. Dieses Webinar stellt keine individuelle Anlageberatung dar. In jedem Fall können Sie uns natürlich auch direkt über unser Hauptquartier hier in der Schweiz an der Rue de Rhône in Genf finden. So, um einen Einstieg in den Abend zu finden, möchte ich Ihnen natürlich auch gerne kurz erläutern, wer wir hier von der IG Bank eigentlich sind, woher wir kommen. Das wird nicht lange dauern und dann geht es in den Hauptteil mit dem Herrn Bomidi. Wenn Sie übrigens Fragen haben, zu meinem Teil, aber eben natürlich auch zu Herrn Bomidis Teil, können Sie natürlich gerne die Chatfunktion nutzen, Ihre Frage platzieren. Wir gehen natürlich direkt gerne auf Ihre Fragen ein und versuchen das so gut und so schnell für Sie wie möglich zu klären. Wer ist die IG Bank? Fangen wir erstmal mit der Gruppe an, damit Sie erstmal einen groben Überblick bekommen, was unsere Geschichte als Gruppe überhaupt war oder ist. Die IG Gruppe wurde 1974 gegründet, also hat schon 45 Jahre Erfahrung im Bereich Trading. IG steht für International Gold. Damals wurde ein Instrument im Prinzip gesucht, um dem Privatanleger eine Möglichkeit zu bieten, Gold zu handeln, nämlich nicht nur als physisches Metall, sondern eben als Derivat. Das war die Geburtsstunde des ersten Differenzhandelskontraktes. Also können wir mit Fug und Recht behaupten, dass wir von der IG-Gruppe bereits 45 Jahre Trading-Erfahrung mit dem Differenzhandelskontrakt oder eben kurz CFD, wie es ja auf Englisch heißt, haben und dort wirklich spezialisiert sind. Das zeigt sich natürlich auch dadurch, dass wir mittlerweile global präsent sind in 14 verschiedenen Ländern auf allen Kontinenten der Welt. Darauf sind wir natürlich ganz besonders stolz, insbesondere natürlich auch, dass wir mittlerweile mehr als 195.000 aktive Kunden weltweit haben. Das zeigt eben, dass wir eben nicht nur ein regionaler Player sind, sondern wirklich global vertreten sind und das Vertrauen global von unseren Kunden genießen. Vor einigen Jahren, in 2014, haben wir uns dann entschieden und entschlossen, in der Schweiz die Banklizenz zu beantragen, um hier in der Schweiz wirklich ganz konkret als IG Bank zu firmieren. Das war in 2014. Wir sind seither von der FINMA reguliert. Heißt für Sie natürlich als möglicher oder bestehender Kunde der IG Bank haben Sie einfach einen ganz entscheidenden Vorteil. Sie genießen die Vorteile der lokalen Regulierung. Ich denke mal, die FINMA ist schon dafür bekannt, dass sie sehr genau auch auf die Finger der Banken schaut, die hier in der Schweiz ihre Geschäfte betreibt. Und darüber hinaus eben als Gruppe sind wir ja auch in London über die FCA reguliert. Heißt also, wenn Sie ein Konto in der Schweiz aufmachen, werden wir hier natürlich vor Ort von der FINMA reguliert, aber in der Gruppe eben auch über die FCA, was entsprechend ja für Sie natürlich ein extra Vorteil sein sollte, in dem Sinne, dass Sie sicher sein können, dass wir unsere Geschäfte richtig und korrekt ausführen. Wir sind natürlich auch sehr froh, dass wir hier in der Schweiz mittlerweile zwei Büros haben, wie eben gerade schon erwähnt, das Hauptbüro in Genf an der Rue de Rhône. Und seit letztem Jahr sind wir auch direkt im Herzen des Schweizer Bankzentrums, wenn man so sagen darf, vertreten, direkt am Paradeplatz in Zürich. Und freuen uns natürlich darüber, dass wir hier in der Schweiz auch zwei Büros haben. Einfach für Sie als kurze Idee. Wir sind wirklich das einzige Land weltweit, wo zwei Büros im gleichen Land bestehen. Und darauf sind wir sehr stolz, dass wir hier diese Möglichkeit bekommen haben. Was bedeutet das Trading mit der IG Bank? Zum einen haben Sie natürlich ein sehr umfangreiches Universum an verschiedenen handelbaren Märkten. Wir bieten Ihnen mehr als 16.000 handelbare Märkte aktuell an, darunter natürlich alle Assetklassen wie Aktien, Indizes, Währungen, Rohstoffe, natürlich das Ganze auch auf Optionsbasis. Also wirklich ein ganz breites Spektrum und das Tolle und Interessante hier für Sie ist, Sie haben Zugang zu all diesen Produkten mit einer einzelnen Plattform. Sie müssen sich nicht auf verschiedene Plattformen anmelden, um verschiedene Produkte zu handeln, sondern können ein Portfolio führen,
wo alle Produkte beinhaltet sind. Und das hat natürlich seinen Vorteil, dass Sie keine Zeit verlieren, wenn Sie von Asset-Klasse zu Asset-Klasse vielleicht Positionen eingehen müssen und die schnell anpassen müssen. Sie haben natürlich eben die Möglichkeit, über verschiedene professionelle Handelsplattformen Zugriff auf diese Märkte zu erlangen. Selbstverständlich über die Apps, die über Android und iPhone verfügbar sind. Selbstverständlich aber eben auch über unsere webbasierte Plattform. Herbumi, die wird gleich selbst zum Beispiel unser professionelles Charting-Tool, die Charting-Software ProRealTime verwenden. Also da haben Sie wirklich ein umfangreiches Angebot, wie Sie entsprechend handeln und welche Plattform für Sie und Ihre Interessen eigentlich am besten und am relevantesten ist. Und wir können behaupten unsererseits, dass wir die größten Anbieter von CFDs sind. Wie gesagt, wir schauen auf 45 Jahre Erfahrung zurück mit einer großen Bandbreite an treuen Kunden, die wir haben. Und entsprechend zeigt sich das natürlich auch in den gehandelten Volumen, die wir haben. Für mich persönlich immer sehr interessant und sehr wichtig, egal welchen Dienstleister ich mir aussuche, ist natürlich der Punkt Service und Support. Wir von der IG Bank oder von der IG Gruppe natürlich grundsätzlich bieten Ihnen einen mehrsprachigen Service an. Das heißt, Sie hier in der Schweiz profitieren davon, dass Sie in lokaler Sprache jemanden jederzeit erreichen. Das heißt, ob Sie jetzt auf Deutsch, Französisch oder Italienisch jemanden suchen, wir sind für Sie da. Von 8 Uhr morgens ist das übrigens dann bis 22 Uhr abends. Darüber hinaus sind wir für Sie auf Englisch vertreten und erreichbar. Wie eben gerade schon gesagt, wir sind eine Schweizer Bank, heißt eben für Sie ein besonderes Maß an Sicherheit, auch was Ihre Einlage angeht. Ihre Einlagen sind hier in der Schweiz abgesichert über die ESI Swiss bis zu einem Betrag von 100.000 Schweizer Franken. Und zu guter Letzt möchte ich noch den letzten Punkt hier auf meiner Folie kurz ansprechen und dann, wie versprochen, geht das Wort an den Herrn Boumide weiter. Wir bieten ein umfangreiches Angebot an verschiedenen Bildungsinformationen, Bildungsplattformen an. Und das sehe ich oder betrachten wir hier in der Schweiz auch grundsätzlich als unsere Mission an. Denn für uns ist es eben wichtig, Ihnen so viel Unterstützung wie möglich zu geben, damit Sie am Ende des Tages langfristig erfolgreich am Markt partizipieren und handeln können. Denn nur wenn Sie erfolgreich sind, können auch wir erfolgreich sein. Wir haben kein Interesse daran, dass Sie entsprechend Kapital verlieren, sondern wir sind daran interessiert, dass Sie gut ausgebildet sind und alle Informationen, die Sie benötigen, zur Hand haben. Wir haben viele verschiedene Seminare, die wir in der Vergangenheit angeboten haben. Im letzten Jahr hatten wir eine Kooperation mit der Swiss Association of Market Technicians, wo wir eine sechsteilige Seminarreihe zum Thema technische Analyse angeboten haben. Dieses Jahr hatten wir oder fokussieren wir uns eher auf den Bereich Live-Trading. Anfang des Jahres ein Event, der Swiss Trading Day mit Herrn John Bollinger, einer der Koryphäen, denke ich mal, am Trading-Himmel. Und jetzt letzte Woche hatten wir das Seminar mit Herrn Orkan Kuyas, einem sehr bekannten Daytrader. Heute haben wir Herrn Boumidi hier von DailyFX, einen Spezialisten, der sich auch sehr stark mit dem Trading im DAX natürlich beschäftigt. Also Sie sehen, wir bieten Ihnen da wirklich ein umfangreiches Paket an, an Informationen, an Möglichkeiten, sich fortzubilden. IG Academy hier als Stichwort auf der Folie für Sie als Hinweis. Wenn Sie sich auf unserer Webseite dort anmelden, das ist natürlich kostenfrei, haben Sie eben auch Zugang zu unserem kostenlosen Angebot mit ganz vielen verschiedenen Videos, wo Sie jederzeit auf Abfrage im Prinzip sich fortbilden können, aber eben auch einen Überblick behalten darüber, welche Webinare, welche Seminare demnächst anstehen. So viel zum Thema, wer ist die IG Bank und was bieten wir Ihnen an? Ich möchte jetzt wirklich den Fokus auf das Hauptthema des Abends richten. Wie entwickle ich mir mein DAX-Setup mit Herrn Boumidi gemeinsam? Und deswegen übergebe ich jetzt direkt das Wort an den Herrn Boumidi. Ich muss jetzt einmal kurz schauen, dass ich es schaffe, dass Herr Boumidi dann auch gleich seinen Bildschirm zeigen kann. Bleiben Sie kurz bei mir und dann hören Sie gleich den Hauptteil. Dankeschön. So. Ja, guten Tag. Kann man mich hören? Ist das soweit in Ordnung? Bild- und tontechnisch? Kann nicht gut hören. Ja, mein Bildschirm ist auch zu sehen, gell? Alles klar. Jawohl. Wunderbar. Ja, dann auch nochmal einen herzlichen, schönen guten Abend hier aus Frankfurt. Mit mir Salabumi, Finanzmarktanalyst bei DailyFX, einer Tochter von IG. Und ja, wir werden uns heute mit dem
wirklich interessanten Thema, was natürlich sowohl Anfänger als auch ja, Fortgeschrittenere oder Profis natürlich immer wieder interessiert. Wie entwickelt man sein eigenes DAX-Setup? Wichtig ist für mich als Trader, dass wir da Setups grundsätzlich individuell ja, entwickeln und hier nicht nach dem Motto Copy traden, ja, einfach anderen Leuten die Setups nach traden. Das bringt in der Regel meines Erachtens nichts. Es ist viel schöner und besser und der Erfolg lässt sich auch viel besser messen, wenn man eigene Setups entwickelt. Und das werden wir heute machen. Ich zeige Ihnen in den 15 Jahren meiner Trading-Erfahrung, wie ich für mich letztendlich ein DAX-Setup entwickelt habe oder welche Grundbausteine ich eigentlich bei einer DAX-Analyse oder bei einem DAX-Trading-Setup anwende. Das werden wir ja jetzt in den nächsten 45 Minuten bis Stunde miteinander besprechen. Für Sie, wenn Sie Fragen haben, scheuen Sie sich bitte nicht. Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Daher schreiben Sie Ihre Frage gerne in die Chatbox, wenn Sie was nicht verstehen. Ansonsten werde ich Ihnen auch noch meine E-Mail-Adresse hinterlegen oder Sie können natürlich auch die Kollegen von der IG Bank hier dann darauf ansprechen. Also wir finden uns auf jeden Fall wieder, wenn Sie da eine Frage haben. Scheuen Sie sich, wie gesagt, nicht und ja, melden Sie sich. Gut, kurz zu meiner Person. Ich bin, ja, wie gesagt, Salah Boumidi, Marktanalyst bei Daily FX. Bin zuständig für die Niederlande, Österreich, Schweiz und Deutschland. Dort gebe ich mit meinem Kollegen David Yusuf Analysen, Webinare, Handelsstrategien. Wir entwickeln eigene Indikatoren. Also wir machen da wirklich sehr viele Sachen, befassen uns natürlich insbesondere auch mit den Währungsmärkten, steckt ja schon im Namen drin, Daily FX. Ja, und Daily FX ist, wie gesagt, eine Tochter von IG. Wir sind so wie IG natürlich auch weltweit vertreten. Wir sind das Research House von IG. Sie sehen quer durch die Welt in allen Kontinenten. Wir sind jetzt auch in Australien. Hier fehlt noch eigentlich das Melbourner Zeichen und auch in Südafrika. Ja. Also, wir sind wie gesagt weltweit vertreten. Letzte Woche war ich auch in New York. Ich hatte mein erstes Interview live an der Wall Street. Hierzu vielleicht auch gleich, wenn Sie ein Interesse später haben, auf der deutschen IG-Seite haben Sie die Möglichkeit, hier den Trading Talk sich anzuschauen. Ja, da ging es dann natürlich um die US-Indizes. Also vielleicht als kleiner Schmankerl im Nachhinein können Sie sich das gerne natürlich anschauen. Wir befassen uns aber jetzt natürlich mit ja, der Entwicklung eines DAX-Setups oder wie machen wir das? Kurze Gegenfrage an Sie. Wer handelt denn eigentlich von Ihnen den DAX? Oder anders gefragt, wer würde denn gerne den DAX handeln? Da können Sie mir einfach mal in die Chatbox ein Ja. Wer handelt den DAX? Ja für J, J für Ja und N für Nein. Und dann kann man ja schon mal sehen, was hier so kommt. Ja, gut, eine Menge. Ist natürlich logisch, wenn das Thema, wie entwickle ich ein DAX-Setup heißt, sollten hier natürlich signifikante Ja's kommen und das ist in der Tat der Fall. Super. Kurze Frage im Schnitt, wie lange handeln Sie schon den DAX? Mehr als ein Jahr? Für mehr als ein Jahr, ja? Okay, wunderbar. Super. Top. Ja, das freut mich. Dann passt das doch. Gut. Ja, bevor wir loslegen, letztendlich der DAX. Ja, warum gibt es Indizes? Wir haben immer in der in den Wirtschaftswissenschaften gibt es immer den Kampf zwischen aktives Trading und passives Trading. Man sagt natürlich, das aktive Trading verursacht viele Kosten und daher ja, ist es dementsprechend gegebenenfalls lukrativer in ein passives Investment zu investieren. Also einfach gesagt, der DAX 30 besteht ja aus den 30 größten deutschen Unternehmen nach Marktkapitalisierung, Handelsvolumen und Liquidität. Man könnte jetzt sagen, gut, dann kaufe ich halt alle 30 Einzelwerte und bilde somit den DAX ab. Das können Sie durchaus tun, würden aber im Aktiengeschäft durch die Transaktionskosten natürlich viel höhere Kosten haben, als wenn Sie ein direktes passives Investment in den DAX, ja, wenn Sie sich in den DAX praktisch in den Index engagieren. Der DAX ist letztendlich ein Future, ja, den können Sie bei IG auf CFD-Basis handeln, zu sehr geringen Kosten, relativ gut möglich bei IG, werden wir gleich auch sehen.
Und wie gesagt, dort sind die 30 größten Unternehmen Deutschlands vertreten. Ganz wichtig für mich für den Einstieg stellt sich natürlich die Frage, wie ist der DAX zusammengesetzt? Wir wissen, 30 größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung, Volumen und Liquidität in Deutschland. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, wie sind die Einzelwerte denn letztendlich vertreten? Denn es ist ganz wichtig für uns, ja, zu wissen, was steckt in dem DAX und wie stark ist ein Einzelwert für den DAX? Weil das kann durchaus einen Effekt, Gesamteffekt letztendlich auf den DAX haben. Auf Wikipedia ganz einfach zu sehen, sehen Sie die aktuelle Zusammensetzung des DAXes. Stand März, 18. März dieses Jahres. Roundabout alle 3 Monate wird sich da zusammengesetzt und wird nochmal geschaut, ja, ähnlich wie beim Fußball oder anderen Sportarten, wer bleibt in der ersten Liga, wer steigt praktisch aus der zweiten Liga auf und wer steigt aus der ersten Liga ab. Wir haben sehen können, in, ja, zur letzten Veränderung im März haben wir sehen können, Commerzbank, eine deutsche große Bank, musste hier aus der ersten Liga raus und Wirecard ist für die Commerzbank in den DAX zugestoßen und wir sehen durchaus ist das hier nicht in Stein und Meißel festgelegt, sondern der DAX ist natürlich dynamisch, je nach Veränderung der Marktkapitalisierung, der Handel, des Handelsvolumens, der Liquidität kann es dazu kommen, dass natürlich hier ein Wert mal rausgeht und ein neuer Wert hinzukommt. Gut, das erstmal dazu. Wir gehen jetzt mal in unsere Pro-Realtime-Chart, weil ich Ihnen jetzt noch mal etwas zeigen will. Sie sehen natürlich auch hier jetzt gerade, wir sehen in dem Indexgewicht jetzt hier noch auf Wikipedia, ja, Allianz 8,75%. Wir können das hier mal chronologisch nach der Stärke. SAP hat 10,46%. Das heißt, ein Zehntel, ein bisschen mehr als ein Zehntel des gesamten DAXes wird durch SAP getrieben. Ja, sehr wichtig, das hier schon mal im Vornherein zu wissen. Dann kommt schon die Linde AG, gefolgt von der Allianz, Siemens, BASF, Bayer und Telekom hier schon mit 5,13%. Warum sage ich das? Ja, in der Tat, es gibt nämlich einen ersten Punkt, den ich mir immer wieder anschaue, nämlich wenn wir mal uns die Schwergewichte hier anschauen. Dazu muss ich noch mal meine Plattform hier öffnen. Einen Moment. Listen und Sie sehen hier Schwergewichte DAX. Hierzu habe ich, mache das mal ein bisschen größer, damit Sie das auch besser sehen können. Sie sehen hier in der Tat, ich habe hier eine kleine Liste aufgemacht, in der ich nur die Schwergewichte sehe und das mit einem triftigen Grund, denn mit den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 größten Schwergewichten im DAX kann ich durchaus schon statistisch den DAX nachahmen. Man muss nicht die gesamten 30 Einzelwerte haben, um den DAX praktisch annähernd zu berechnen oder zu bestimmen. Und wenn wir natürlich an einem Tag beispielsweise sehen, die größten Schwergewichte werden hier belastet oder stehen unter Druck, ja, was bedeutet das natürlich? Der DAX wird dementsprechend dann auch stark in die Mangel genommen und durchaus dann fallen. Erster wichtiger Schritt, den man sich sozusagen aufschreiben kann, achten Sie auch auf die Schwergewichte. Was passiert bei den einzelnen Schwergewichten? Hier zum Beispiel bei der Bayer, wenn wir mal hier reingucken. Das ist dann so eine Analyseart oder Herangehensweise. Wir nehmen uns die stärksten Schwergewichte, schauen hier auch nochmal charttechnisch, das tun wir gleich auch nochmal im DAX, schauen uns das charttechnisch an, sehen hier jetzt mal ganz salopp gesagt, dass die Bayer durchaus in einem Abwärtstrend ist. Mittlerweile rettet sie sich hier bei der 50-Euro-Marke. Klar, durchaus ein Schwergewicht und ein potenziell starkes Unternehmen. Durch die Monsanto-Geschichte ist die Bayer-Aktie hier natürlich stark unter Druck geraten und letztendlich auch aufgrund anderer Gegebenheiten sind wir hier in einem Abwärtstrend, aber das zieht sich durchaus hier, wenn wir seit 2019 uns mal oder ja bis Ende 2018 das anschauen, sehen wir eine Siemens ist auch hier immer noch in einem Abwärtstrend. Eine SAP sieht ein bisschen anders aus, ja, sehen wir hier sehr schön, ist nämlich ein absoluter Outperformer, also schlägt
praktisch oder läuft hier, tickt hier ganz anders als viele Einzelwerte im DAX. Und das kann auch durchaus mit diesem großen Gewicht, was ja 10% sind, durchaus hier auch noch ein kleiner Rettungsanker des DAXes sein. Denn wenn die SAP hier nicht so stark laufen würde, dann hätten wir durchaus höheren Druck im DAX sehen können und wir hätten gegebenenfalls vielleicht, wir wären jetzt hier vielleicht wahrscheinlich schon am Anfang der 11.000 Zählermarke. Aber wie gesagt, die SAP rettet hier den DAX und man kann durchaus aus diesen Einzelwerten teilweise schon erste Hinweise sehen, Divergenzen, Ungereimheiten erwischen, um so für sich in seinem Setup ein gutes Setup für sich aufzubauen, was für einen selber rational durchaus dann ist. Wir sehen, wie gesagt, eine Allianz auch bisschen gegen den Strich und Telekom ist jetzt aktuell hier tendenziell seitwärts unterwegs. Gut, das sind sozusagen Nummer 1 Punkt. Achten Sie auf die Gewichtung. Schauen Sie alle 3 Monate mal, was mit der Gewichtung im DAX passiert ist. B, was machen die Schwergewichte? Ja, wie sehen diese charttechnisch aus? Können wir gleich auch mal als paradehaft mal beispielsweise die Bayer oder eine SAP hier durchaus nochmal nehmen, um nochmal ein wenig charttechnisch den Einzelwert unter die Lupe zu nehmen. Ihnen steht frei, natürlich auch Fragen zu stellen. Also, wie gesagt, gerne auch melden. Das schon mal zu den Schwergewichten. Ich habe ein zweites Tool sozusagen, was ich immer verwende, und das ist die sogenannte Marktbreite. Sie haben im DAX 30 Aktien, 30 Einzelwerte. Wenn wir in die Analyse gehen, in die charttechnische Analyse, achten wir durchaus auf Glättungslinien, auf gleitende Durchschnitte. Diese sind ja ein wichtiges Tool in der Chartanalyse und können uns durchaus sachdienliche Hinweise mitgeben für den künftigen Verlauf. Natürlich basieren gleitende Durchschnitte auf historischen Kursdaten. Das heißt, die Historie muss nicht zwangsläufig ein guter Schätzer für die Zukunft sein. Nichtsdestotrotz können wir durchaus uns die Frage stellen, das kann man bei ProRealTime sehr schön programmieren, ganz einfach. Wenn Sie da Fragen haben, kann ich Ihnen das gerne zeigen. Was kann man nämlich tun? Ich frage mich immer wieder oder schaue immer gerne wieder hier drauf und schaue, wie viele, das ist nämlich die Marktbreite, wie viele Aktien aus dem DAX sind denn aktuell momentan über der 200-Tage-Linie? Und wir sehen gerade hier aktuell 13 Einzelwerte liegen über der 200-Tage-Linie. Von 30 Anteilen ist das durchaus immer noch weniger als die Hälfte. Wir sehen, wir konnten in den letzten Wochen, das sehen wir gleich auch nochmal im DAX, kurzzeitig mal die 200-Tage-Linie anreißen, haben diese aber nicht verfehlt, und sehen aktuell auch, wie gesagt, die Minderheit liegt über der 200-Tage-Linie. Wenn wir jetzt hier mal uns anschauen, wie viele Werte logischerweise liegen unter der 200-Tage-Linie, dann sehen wir genau, das ist das Gegenteil, nämlich 17. Und aktuell sind wir wirklich in so einer indifferenten Phase. 17 Werte liegen unter der 200-Tage-Linie, 13 Werte liegen oberhalb der 200-Tage-Linie. Absolut gesehen liegen mehr Unternehmen oder Einzelwerte im DAX unterhalb der 200-Tage-Linie, würde schon mal für uns durchaus ein bärisches Signal bedeuten. Ich habe vor 3 Wochen an der, na, vor einem, ja doch 3 bis 4 Wochen, habe ich an der Deutschen Börse in Frankfurt ein Interview gegeben zum DAX. DAX am Scheideweg hieß das Thema. Und dort habe ich auch anhand der Marktbreite zeigen können, dass die Mehrheit der DAX-Unternehmen unterhalb der 200-Tage-Linie lagen. Ja, damals sogar noch ein bisschen mehr, ich glaube 21. Und das deutete auch charttechnisch dann darüber hinaus auch darauf hin, dass wir durchaus in eine erste Konsolidierung kamen. Donald Trumps Tweets haben dann noch der Sache mehr Öl ins Feuer gegossen und der DAX ist dann letztendlich weiter nach unten geschossen. Also wir sehen auch Nummer 2, Marktbreite. Marktbreite ist ein sehr wichtiges Tool. Ich schaue mir ganz klassisch, wie viele Unternehmen liegen über der 200, unter der 200 Tage gleitenden Durchschnittslinie. Aber um auch kurzfristiges
Ja, Momentum hier zu überprüfen, schaue ich genauso, wie viele DAX-Titel liegen überhalb der 50-Tage-Linie. Das sind aktuell 11. Ja, und wie viele liegen unter der 50-Tage-Linie? Das sind 19. Also sehen wir aktuell auch kurzfristig, auf kurzfristigen Glättungslinien sehen wir auch, der DAX ist hier jetzt aus dieser Perspektive der Marktbreite durchaus bärisch zu sehen. Ja, wir werden hier weitere Faktoren, die ich immer wieder mit in der Chartanalyse, in der DAX-Analyse, in der Setup-Kreation verwende, jetzt noch hinzuziehen. Ich sehe eine erste Frage. Sind Chart-Setups der Schwergewichte relevant für den DAX oder relativiert es sich über die Zusammensetzung? Eine sehr interessante und gute Frage. Ich würde Ihnen auf jeden Fall, also es relativiert sich zum Teil, aber die Schwergewichte haben durchaus eine Relevanz. Und Sie müssen sich das auch so vorstellen, ein starker Druck in einer SAP bedeutet auch, dass das durchaus zu einer Tendenz im Markt führt, die dann auch Effekte auf andere Werte auslösen kann. Also es ist sozusagen wie beim Domino. Welcher, also wo fällt der erste Stein? Und das kann natürlich dann die ganze Sache ins Rollen bringen. Ich würde Ihnen durchaus raten, immer wieder einen Blick auf die Schwergewichte zu setzen. Es kostet nicht viel Zeit und Sie haben einen guten Überblick und werden sicherlich, und das ist, was ich Ihnen gerne mitgeben will, Sie werden auch ein Gefühl dafür bekommen und durchaus sehen, was denn so ein Wert oder was denn so ein Schwergewicht durchaus für Verwerfungen oder für Euphorien oder Angst in den Markt bringen kann. Ich hoffe, die Frage wäre so zuerst beantwortet. Also Schwergewichte sind durchaus relevant meines Erachtens und das teilen durchaus viele Trader und auch Analysten mit mir. Sehr gerne. Also bei Fragen bitte einfach melden. Dafür sind wir da. Also Punkt Nummer drei sozusagen nach der Gewichtung, nach dem Schwergewicht, nach den Schwergewichten im DAX. Wie sieht es mit der Marktbreite aus? Und diese zeigt uns aktuell auch vorsichtig. Ja, wir liegen hier eher, wir haben hier eher bärische Signale. Und wenn wir jetzt mal hier bei der Marktbreite mal schnell nach der SAP suchen, sehen wir zum Beispiel, diese liegt gerade aktuell über der 200-Tage-Linie. Ist durchaus ein gutes Zeichen. Viele der Schwergewichte tauchen hier wieder auf. Die Deutsche Telekom, die Allianz, die SAP. Ja, und Siemens. Das heißt, wir haben hier schon vier von acht großen Titeln, die hier überhalb der 200-Tage-Linie sein. Das sind sozusagen auch die Performer, die den DAX letztendlich gerade retten. Schauen wir mal auf kurzfristiger Phase, auf einer kurzfristigeren Zeiteinheit, Entschuldigung, nur auf 50 Tagen. Da sehen wir durchaus, was liegt hier drüber. Die SAP, die Allianz, die Deutsche Telekom. Und ja, ein bisschen weniger, aber andere starke Titel, wie die Münchner Rück, ist hier durchaus auch vertreten. Sie sehen durchaus noch ein sehr durchwachsenes Bild. Gut, das hierzu. Jetzt kommt ein sehr wichtiger weiterer Faktor, nämlich die Volatilität. Sicherlich haben Sie schon mal von einem, gegebenenfalls schon von mir einen Vortrag gehört über die Volatilität. Ohne Vola keine Cola war ein Vortrag von mir durchaus auch in Zürich, aber auch in Deutschland und in den Niederlanden und in Österreich. Also vielleicht ist hier der ein oder andere, die ein oder andere auch dabei, die vielleicht schon ein bisschen davon von mir mitbekommen hat. Ja, die Volatilität ist messbar einmal auf historischer Basis. Sie können die historischen Kurse des DAXes hier beispielsweise nehmen und daraus dann die historische Volatilität bestimmen. Das macht John Bollinger mit diesen lila schraffierten Flächen hier oder Bändern. Das sind die sogenannten Bollinger-Bänder und diese messen praktisch oder die Bänder werden ermittelt auf Basis der historischen Volatilität und daraus können durchaus Chart-Setup-Strategien entwickelt werden. Aber ganz wichtig ist auch, dass Sie auf die implizite Volatilität achten. Die implizite Volatilität für den DAX ist der VDAX, ganz oft in den Medien bekannt als das Angstbarometer. Ja, für mich ist es nicht nur ein Angstbarometer, es ist durchaus auch ein Euphoriebarometer. Ich werde Ihnen erklären, warum und warum es wichtig ist, auch die implizite Volatilität hier
in der DAX-Analyse mit einzubeziehen. Denn der VDAX ermittelt sich auf Basis der Optionen mit einer Restlaufzeit von 30 Tagen auf den DAX. Hier wird geschaut, wie viele Anleger stehen gerade eher auf der Put- oder auf der Call-Seite. Also wer meint hier eher in der Zukunft auf steigende Kurse zu setzen und wer meint hier eher auf fallende Kurse zu setzen in der Zukunft. Und das ist durchaus wichtig, denn der VDAX, das Kursverhalten hier des VDAXes im Verhältnis zum DAX ist negativ. Das heißt, wenn der VDAX hier ansteigt, schauen wir uns das mal hier auf dieser Woche an, dann können wir das sehr schön sehen. Der VDAX ist hier seit Montag am Fallen. Ja, und das ist bei einer negativen Korrelation bedeutet, dass ein fallender VDAX sollte dem DAX Auftrieb geben. Wenn wir hier mal schauen, seit Montag bis heute ging es hier Richtung Süden. Wenn wir den DAX uns anschauen, in der Tat, seit Montag bis heute ging es ganz im Gegenteil umgekehrt, nämlich nach oben. Also Sie sehen durchaus einen ersten wichtigen Ansatz, nämlich dass hier auch die implizite Volatilität in Betracht gezogen werden sollte. Ja, und das kann man durchaus auf Basis des VDAXs, der hier eine negative Korrelation zum DAX hat. Ich entwickle einen eigenen Indikator, die Bumidi-Bänder, die bauen letztendlich hier auf dem VDAX auf. Da zeige ich Ihnen gleich auch nochmal was, was Sie schon mal mitnehmen können. Nummer 4 ist auch den VDAX beachten, das Angstbarometer in Anführungsstrichen. Was passiert da? Sehen wir Trendwenden? Denn genau an den Trendstellen kann durchaus, ja, oder an den Widerstandszonen, denn eine Chartanalyse kann man natürlich auch mit dem VDAX machen. Wenn wir Widerstandszonen erreichen oder Unterstützungsmarken wieder erreichen, dann kann das durchaus bei einer Trendumkehr bedeuten, dass der DAX hier antizipativ, ja, in die entgegengesetzte Richtung läuft und dass man durchaus für sein Setup oder für das Erstellen von einem Setup und für das Erhalten eines guten Timings durchaus die Volatilität mit einbezogen werden sollte auf Basis der impliziten Volatilität. Ich habe Ihnen etwas von den Bumidi-Bändern erzählt, denn was ich auch tue, und das können wir gleich direkt in die Chart einpflegen, ich schaue immer wieder zunächst auf DAX-Schlusskursbasis ermittle ich den DAX-Schlusskurs. Nehme dann hier den Schlusskurs des VDAX 16,39 für heute und ermittle damit eine Schwankungsbreite für einen Tag und für die nächsten 30 Tage. Das machen wir jetzt live zusammen. Ich hatte die Zeit nicht vorher. Vorher hatte ich leider nicht die Zeit, weil das Webinar natürlich schon um 20 Uhr hier begonnen hat. Der DAX hat natürlich um 17:30 Uhr der Kassakurs durchaus geschlossen. Und daher müssten wir noch warten. Wir machen es ganz einfach. Sie sehen, der DAX 17:45 Uhr nach der Schlussauktion geschlossen bei 11.953. 11.953,14 war der Schlusskurs. Und jetzt schauen wir hier nochmal auf den Schlusskurs im VDAX. Der VDAX datiert bei 16,39 Prozentpunkten. Das tippen wir doch auch gerne mal hier ein. Die Excel-Liste können Sie gerne natürlich auch von mir erhalten, wenn Sie da Lust haben. Und Sie sehen jetzt, das machen wir mal ein bisschen größer. Ich hoffe, Sie können das jetzt gut sehen. Ja, für den nächsten Tag erwarte ich bei einer Standardabweichung bei einer Standardabweichung und der Annahme, dass Märkte normal verteilt sind oder der DAX normal verteilt wäre, ja, dann gehe ich davon aus, dass für morgen die DAX-Oberseite für mich bei 12.055 Punkten liegt, die DAX-Unterseite bei 11.850 und 11, bei der 800er-Marke haben Sie durchaus sehen können, liegen aktuell sehr viele Unterstützungszonen auf mehreren charttechnischen Niveaus. Und wenn wir das jetzt doch mal hier mit einbeziehen für den nächsten Tag, wir sagen, der DAX, das zeichnen wir uns mal statisch jetzt mal hier in unsere Chart mit ein. Wir sagen, die Oberseite wäre bei 12.055, haben wir gesagt. Einmal schauen, 12.055. Ja, und die DAX-Obergrenze jetzt auf einer sehr kurzfristigen Einheit, nämlich auf einem Tag für den nächsten Tag ist bei 11.850. Da müssen wir mal, Moment. 11.850. Ja, auf Tagesbasis sieht das jetzt hier sehr, ja, kann man nicht wirklich viel damit,
jetzt sehen, wenn man das wirklich nur auf kurzer, für einen Tag bemisst. Daher gehen wir mal hier in kürzere Zeiteinheiten zunächst erstmal und werden gleich dann noch einen großen Überblick hier haben. Sie sehen hier ehemalige Bumidi-Bänder, Unterstützung oder Widerstände sind hier immer noch eingezeichnet. Um Sie nicht zu verwirren, werden wir jetzt hier mal einige rausnehmen. Und das dann jetzt nur mal erstmal für den nächsten Tag hier für uns mal visualisieren. Wir haben richtigerweise gesagt, ja, gleich werden wir das auch für 30 Tage machen, denn wir gehen heute am Ende hier raus mit mit einem Setup, wo wir uns für die nächsten Tage, Wochen anschauen können, wohin geht die Reise, was wir denn so meinen. 12.055, ganz kurz, ist hier die Obergrenze für den Tag. 11.850, richtig. Die Untergrenze, und wir sehen sehr schön, ja, auch heute schon im Handel, kurzer Test der oberen Widerstandszone, ja, und der Kurs fiel dann letztendlich, der VDAX stieg in diesem Moment an. Also wir konnten hier durchaus nochmal in diesem Tag sehen, ja, diese 12.055 ist durchaus noch einmal eine Widerstandszone. Ich sehe hier eine Frage, kann man annehmen, dass Ihre Bänder sich mit dem Support und den Resistance-Zonen deckt? Ja, durchaus auf Tagesbasis hier durchaus für den DAX, weil das natürlich eine Kausalität aus der impliziten Volatilität ist und die steckt ja letztendlich auch in dem Verhalten des DAXes, kommt sie wieder zurück, sehen wir sie wieder, aber durchaus können wir hier diese Widerstandszonen, wenn wir uns die einzeichnen, immer wieder vor Augen haben. Wir visualisieren uns bildlich dann auch praktisch diese Unterstützungszonen. Noch eine Frage, ist bei diesen politischen Wirren mit der Normalverteilung des DAXes zu rechnen? Sehr gute Frage. Natürlich die Irrungen und Wirrungen, die jetzt geopolitisch am Markt gesehen werden. Stichwort Brexit, Entschuldigung, Stichwort Handelskonflikt zwischen USA und China. Ja, Donald Trumps Tweets, da gebe ich Ihnen natürlich voll recht. Wir gehen ja sogar in normalen Marktsituationen nicht zwangsläufig davon aus, dass der DAX normal verteilt ist. Er hat eine kleine Schiefe eigentlich und jetzt aktuell durchaus wird er nochmal verzerrt durch Handelskonflikte etc. Also Normalverteilung ist hier, denke ich mal, nicht die Rede, aber das ist eine Approximation von uns. Und ganz wichtig ist, diese Irrungen, die wir ja gerade sehen, sind irrational durchaus. Irrationalität wird am Markt früher oder später wieder zurückgekauft und das kann zu einer Mean Reversion führen, nämlich zu einer Tendenz, in der wir zurückkehren zum Mittelwert. In diesem Beispiel jetzt hier, ganz einfach mal gesagt, kann man auf Tagesbasis das bisschen zu kurz geraten. Wir werden uns das gleich mal für 30 Tage in die Zukunft mal anschauen. Ja, ein Test hier der oberen Widerstandszone oder ein Ausbruch, der dann wieder zurück in die Mitte führt, ist durchaus als eine Tendenz zum Mittelwert zu sehen. Das sind irrationales Verhalten, welches dann wieder rationalisiert wird und somit in den Markt geht, aber eine sehr schöne Frage, sehr gute Frage von Ihnen, insbesondere in diesem aktuellen Rahmen ist es durchaus schwierig hier eine Normalverteilung da wirklich zu sehen. Ich sehe sie aktuell nicht und die sehen Sie, wie gesagt, auch nicht im klassisch, auch wenn der Markt ruhig ist, aber die Bumidi-Bänder oder die Entwicklung eines impliziten Volatilitätsbands ist natürlich auch nur wiederum ein Faktor unserer Entwicklung, unserer Setups. Ja, ich zeige Ihnen hier heute mehrere Faktoren, um hier dann gute Entscheidungsgrundlagen zu entwickeln. Gut, schauen wir doch jetzt nochmal auf Tagesbasis uns mal die nächsten 30 Tage an. Ich ermittle die Schwankungsbreite jeden Tag, ja, auf Schlusskursbasis, da könnte man jetzt noch lange drüber sprechen und auch sich fragen, warum machen Sie das nicht? Oder warum macht man das hier nicht mit dem FDAX beispielsweise? Oder warum nicht auf Minutenbasis? Das sind Sachen, die kommen alle noch. Das sind Fragestellungen, mit denen ich mich selber befasse. Und von denen werden Sie auch, Sie werden noch von mir hören zu diesen Themen. Gut, schauen wir mal auf 30 Tage. Da heißt es, ja, für die nächsten Tage oder für die nächsten 30 Tage erwarten wir eine Schwankungsbreite von 561 Punkten, 12.514,
12.514. Ganz schnell mal hier ein. 12.514 ist hier unsere übergeordnete Obergrenze. In meinem Interview vor 3 Wochen haben wir eine Punktlandung gehabt bei 11.814, war unsere Unterstützung. Ja, der DAX drehte bereits schon bei 11.817, 3 Punkte vorher. Und das war durchaus, ja, mit der impliziten Volatilität erkennbar, ja, und hilft durchaus im Handel natürlich nicht als einziges, als einzige Variable. Ich sage als Statistiker immer wieder, Sie können nicht mit einer Variable meinen, ja, den Kurs zu diktieren oder zu beschreiben. Wir sehen 11.391 ist die Untergrenze, 11.391. Ja, bei ungefähr 11.400. Also wir sehen jetzt erstmal auf Tagesbasis, das ist jetzt in den nächsten 30 Tagen, kann sich natürlich ändern. Wenn morgen jetzt mal, wenn jetzt heute Nacht mal wieder ein ganz krasser Handelskonflikt-Tweet kommt, wie Donald Trump es heute schon getan hat, ja, kann es natürlich zu einem Uptick oder zu einem Anstieg in der Volatilität führen und dann können die Bänder natürlich oder die Ober- und Untergrenzen sich rasch verändern und stark verändern. Also wir sehen erstmal für die nächsten Wochen oder ja, für die nächsten 30 Tage, dass wir hier durchaus in diesem Bereich 12.514, 11.391 uns bewegen werden. Ausbrüche, ja, aus diesen Barrieren könnten bei einer Rückkehr der Volatilität in die Normalität durchaus nur ein Volatilitätsausbruch sein, der uns dann hier wieder zu einer Mean Reversion bringt und den Kurs wieder in die jeweilige Richtung katapultiert oder praktisch eine Tendenz zum Mittelwert vorher zeigt. Gut, das zur impliziten Volatilität. Ein ganz kurzer Punkt, den wir nicht lange diskutieren, denn es ist nicht zwangsläufig ein wichtiges Tool, die Saisonalität. Saisonalität heißt einfach nur, wir gucken beispielsweise auf den DAX die letzten 30 Jahre und schauen, in welchen Monaten, an welchen Tagen, in welchen Uhrzeiten bewegt sich der DAX statistisch in eine Richtung. Und wenn wir uns mal anschauen, zwischen Mai und Juli sollte der DAX ja eigentlich hier auf Saisonalitätsbasis steigen. Das tut er eben aktuell nicht. Eine ganz gegenteilige Meinung zu dem, was hier gerade, was saisonalitätstechnisch sieht, außer, wie wir hier lesen, ja, Verkäufe boten sich am 2. Mai an. Das war in der Tat in diesem Jahr auch der Fall, denn letztendlich Sell in May and Go Away hat sich hier durchaus ja, bewahrheitet. Erstmal, ja, wir müssen weiterhin im weiteren Verlauf sehen, was daraus passiert, denn wir sehen eine kleine Korrektur, aber die muss jetzt nicht zwangsläufig uns jetzt hier zu einer totalen krassen Korrektur bringen. Gut, wir kommen langsam zum Ende. Wir schauen uns jetzt nochmal charttechnisch die ganze Sache an. Wir haben auf Tagesbasis gesehen, der Trend ist aktuell seit Mai tendenziell abwärts gerichtet. Wir bewegen uns hier seit Mai in einer Rechteckformation. Rechteckformation für mich charttechnisch, auch für den Laien, sehr schöne und einfache charttechnische Formationen, denn die gelten als Trendfortsetzungsformationen. Würde heißen, der Trend geht hier jetzt nach unten. Würden wir hier ausbrechen, wir haben hier einen kleinen Ausbruch gesehen, der direkt wieder zurückgekauft wurde. Brechen wir signifikant aus, kann das bedeuten, dass der Kurs hier weiter Richtung Süden geht. Das Schöne an Rechteckformationen ist, Sie können die Höhe des Rechtecks, das habe ich getan, hier projizieren an der Unter- und an der Oberseite. Das tun wir gerade hier mal auch noch für die Oberseite. Und schwuppsdiwupps haben Sie praktisch ein Kursziel ermittelt auf Basis der Höhe des Rechtecks. Das Kursziel sollten wir hier jetzt nachhaltig weiter fallen. Keine Panik, auch im DAX. Okay, nächste Kursziel würde dann hier bei 11.458 liegen. Zufälligerweise tendiert die 200-Tage-Linie aktuell sehr bedeutend genau in diesem Bereich. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, in einer kurzfristigen Zeiteinheit jetzt, dass wenn wir hier nachhaltig Schlusskurse unterhalb der Unterseite der Rechteckformation sehen
Und dann noch ferner das 23,6%ige Fibonacci-Retracement bei 11.888, die 11.800er-Marke, habe ich gerade schon gesagt, sehr wichtig. Wenn wir die hier noch reißen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir hier noch mal tiefer gehen und sogar vielleicht noch mal die 200-Tage-Linie hier testen, um dann eine Rückkehr herbeizuführen. Schauen wir jetzt aber auch, sehr wichtig, in andere Zeiteinheiten und das mal beispielsweise auf Wochenbasis. Ja, können wir Bestätigungen sehen? Können wir Indifferenzen sehen oder Divergenzen letztendlich sehen? Wir sehen, ja, auf Wochenbasis, ich tue mal hier die Bollinger Bänder mal raus. Ja, und die Pivotpunkte werden wir hier dann logischerweise jetzt auf Wochenbasis uns hier anschauen, wenn wir doch auf Wochencharts hier schauen. Wir werden die 200-Tage-Linie jetzt hier nicht auf 200 Wochen liegen. Ich transformiere gerne dann in eine 52 Wochen, 40 Wochen Glättungslinie. Da kann man jetzt drüber streiten, was man nimmt. Ja, aber wir sehen hier aktuell auch die 52 Wochen Linie, was ja letztendlich nichts anderes als die 200-Tage-Linie roundabout ist. Ja, ist bereits schon hier gerissen. Kurzzeitig, wir hängeln hier an der 52-Tage-Linie, sehen hier durch den Move von dieser Woche, dass wir hier praktisch uns retten. Also das ist jetzt durchaus auch hier ein Unterstützungsbereich in dem Bereich 11,7, 11,8, ja, den wir nicht preisgeben dürfen. Aber der Trend auf Wochenbasis ist durchaus auch hier negativ. Sind wir hier sehr schön. Ups, Punkt zu Punkt. Ja, dass wir hier durchaus jetzt hier weiterhin in einem Abwärtsstrudel uns befinden. Ein Bruch hier an der Oberseite, den wir ja ganz kurz hier schon gesehen haben mit kleinen Spikes drüber. Ja, eine Übernahme der 12.000-Punkte-Marke, so psychologische Marke, nachhaltige Übernahme auf Wochenschlusskursbasis, ja, könnte durchaus dann eher wieder ja, Punkte an der Oberseite hier für uns wieder aktivieren. Aber aktuell sieht es auch auf Wochenbasis short aus. Ja, bärisch, besser gesagt. Wenn hier die 52-Wochen-Linie dann auch noch preisgegeben wird, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir letztendlich dann hier weiteren Druck erstmal nach unten sehen. Aber wir haben es auf Tagesbasis auch sehen können, beziehungsweise hier jetzt nochmal nächste Unterstützungszonen 11.500. Ja, und noch schlimmer, 11.272, also genau in diesem Punkt, wo wir auch letztendlich auf Tagesbasis unsere 11.391 ein bisschen tiefer noch, ja, sehen wir auf Wochenbasis hier dann auch den Schluss hier. Wir sind auf 50% Retrace mit 11.305, durchaus in dieser Ecke. Bis hierhin könnten wir durchaus fallen, wenn aber auch, richtig, das Kursziel hier jetzt erreicht wird, der Trend letztendlich fortgesetzt wird, dann kann es durchaus hier nochmal zu einem Ruck kommen. Gut, last but not least ist das Sentiment. Ja, wer von Ihnen kennt durchaus eventuell das Euwax-Sentiment? Das Sentiment zeigt letztendlich einfach nur, ja, sind die Anleger eher bullisch oder bärisch? Ganz einfach, wenn man sich das Euwax-Sentiment hier anschaut, der Börse Stuttgart, liegen wir über Null, ganz klar, positiv, deutet dann darauf hin, dass Marktteilnehmer bullisch sind. Liegen wir unter Null, sind Marktteilnehmer eher bärisch. Ja, und das kann man durchaus auch als ein Kontraindikator verwenden. Ja, wenn Anleger meinen, dass es hier wieder weiter long geht, dann geht es eher weiter short, als wenn man den Kontraindikator verwendet. Und wir sehen aktuell, liegt über Null. Privatanleger meinen, dass der DAX weiter steigt. Wenn wir das Euwax-Sentiment als einen Kontraindikator verwenden, würde das bedeuten, der DAX könnte eher noch weiter fallen. Bei Daily FX bzw. IG haben Sie die Möglichkeit, auch nochmal ein IG-Kundensentiment sich anzuschauen. Ich sende Ihnen das mal hier in die Chatbox. Und da sehen Sie in der Tat auch, 55% der Marktteilnehmer sind bei IG, meinen, dass der Kurs in Zukunft eher fällt. Ja, und das zeigt der Ausblick aktuell, weil wir hier bei 55% liegen, ist noch so ein kleines indifferentes Signal. Wir sehen auch auf Intraday-Basis hier aktuell, ja, dass wir hier leicht, ja,
heute am Ende nochmal drüber geschlossen haben und durchaus weiter hier bärig sein können, auch auf Sentimentebene. Also wir haben, um zum Ende zu kommen, die Zeit rast leider. Wir haben gesehen, wir liegen in einer Rechteckformation. Klassisches Trendfortsetzungsmuster müsste aber jetzt gebrochen werden, damit wir die Tendenz, die bärische Tendenz fortsetzen können. Wir sehen auf Tages- und Wochenbasis, dass der DAX hier an wichtigen Stellen gerade knabbert. 11.800 Punkte Marke, durchaus eine wichtige Stelle. Reißen wir auf Wochenbasis jetzt auch noch die 52-Wochenlinie nach unten hin, nachhaltig kann das bedeuten, dass wir erstmal hier in dieser Sommerpause, die jetzt bald auf uns zukommt, wo die Volatilität durchaus wenig ruhiger ist, ruhigere Fahrgewässer gelangen, wo nicht mehr so viel Handelsvolumen gehandelt wird, die Leute in Urlaub sind und Marktteilnehmer durchaus im Urlaub sind, dass es dann durchaus hier jetzt erstmal mit einer Seitwärtsphase, tendenziell bärischen Seitwärtsphase, durchaus wir hier zu tun haben könnten bis zum unteren 11.000er Bereich. Gut, das dazu. Ich sehe eine Frage. Hallo Salah, kannst du am Ende nochmal die Möglichkeit, die Ideen zusammenfassen? Gibt es eine Aufnahme des Webinars? Bin leider zu spät eingestiegen. Kein Problem. Das Webinar wird natürlich von meinen Kollegen hier bei der IG Bank aufgezeichnet. Sie werden die Möglichkeit haben, durchaus sich das komplette Webinar in voller Länge, so oft wie Sie möchten, nochmal anzuhören. Das macht für uns, so sehe ich das immer, mehr Sinn, denn auch wenn Sie jetzt komplett dabei gewesen wären von der ersten Minute, da sind natürlich immer Fragen. Gerade wenn Sie Fragen haben oder mir eine E-Mail schreiben wollen, sollten Sie in die Ruhe haben, sich das nochmal anzuschauen, zu vergewissern und durchaus Ihre Fragen stellen zu können. Also es wird auf jeden Fall aufgenommen. Ich kann trotzdem nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben jetzt mal, ich wollte Ihnen mal außer fundamentale Dinge, denn ich bin eher der Charttechniker, eher wesentliche statistische, charttechnische und psychologische Ansätze zeigen, wie mit dem Sentiment von der psychologischen Richtung. Ich habe Ihnen zeigen können, achten Sie bitte auf die Gewichtung, ja, im DAX. Wer sind die Schwergewichte? Immer auf einem Bildschirm war es bei mir mal eine Zeit lang, wo ich nur den DAX gehandelt habe. Da hatte ich die Schwergewichte immer offen. Marktbreite-Index, also wenn Sie hier bei ProRealTime von mir noch den Marktbreite-Index nutzen wollen, gerne melden. Da schauen wir dann einfach mal, wie viele Einzelwerte liegen über einer bestimmten Glättungslinie, um daraus eine Marktmeinung zu sehen, sind wir da eher bärisch oder bullisch. Dann haben wir über die Volatilität gesprochen, ja, sowohl auf historischer Basis als auch auf impliziter Basis. Mit den Bumidi-Bändern kann man durchaus dann nochmal Unterstützungen und Widerstände hier bestimmen und diese mit in das Setup mit einbauen. Und wir haben auf charttechnischer Basis sehen können, immer bitte in mehreren Zeiteinheiten und auf Schlusskursbasis achten. Tages-, Wochen-, Monatsschlusskurse, relativ wichtig. Ja, aus denen, denn aus größeren Zeiteinheiten kommen dann letztendlich, kommt die Wucht des Marktes und nicht aus sehr kleinen Zeiteinheiten. Und Sentiment. Das Sentiment ist durchaus auch einen Blick wert, wie wir gerade sehen konnten. Wir sehen sozusagen, wie ticken Privatanleger. Was meinen Sie, in welche Richtung es denn gehen kann? Ja, wenn Sie noch gerne aktuelle Informationen, gerne mit mir in Diskussion sein wollen, dann gerne auch über meinen Twitter-Account, das ist @Salabumidi, können Sie sehr gerne immer wieder auch neue Informationen erhalten. Ansonsten auch gerne, wie gesagt, bei Daily FX. Wir haben auch unsere eigenen Webinare. Schauen Sie in unseren Webinarkalender ein. Hier gibt es tägliche Analysen von meinem Kollegen und mir. Ja, auch zu anderen Underlyings-Themen. Schauen Sie rein, wenn Sie Zeit haben. Und ja, das wäre es zunächst von meiner Seite. Wenn keine weiteren Fragen mehr anstehen, haben wir es doch noch in der Zeit geschafft. Ansonsten gebe ich Ihnen nochmal eine Minute Zeit, zwei, zu schauen, ob hier noch Fragen anstehen. Ansonsten gebe ich das Wort an Herr Magusus zurück. Alles klar, danke schön, Salah. Erstmal natürlich ganz herzlichen Dank für die spannenden Informationen. Ich denke, sehr interessanter Ansatz, den du da hast, dass du wirklich auf ganz verschiedene Aspekte, glaube ich, des Marktes drauf schaust.
um dir einfach ein Gesamtbild zu erschaffen, um dort einfach eine Tendenz für den Tag oder für vielleicht auch einen längeren Zeitraum dir rauszusuchen. Also super, ganz herzlichen Dank dafür. Ich sehe auch gerade die Frage wegen des Excel-Sheets. Wenn du hast gesagt, du möchtest das Excel-Sheet auch gerne zur Verfügung stellen. Ja. Ich sende Ihnen mal meine E-Mail-Adresse in die Chatbox und dann kann sich sehr gerne jeder melden, der Fragen oder natürlich die Excel-Liste haben will oder dazu Fragen hat. Sind alle recht herzlich willkommen. Wie gesagt, schreiben Sie mir und dann kriegen Sie diese auch. Ob die Webinaraufzeichnung per E-Mail zugesendet werden kann, das muss ich mit meinen Kollegen hier aus der Schweiz, aber ich glaube, das geht das. Also das Webinar, das wird auf jeden Fall auf YouTube zu sehen sein. Das heißt, dort, wenn noch nicht geschehen, dann gerne den IG Bank Kanal auch abonnieren, die Glocke aktivieren, damit Sie auch nichts verpassen, wenn was Neues kommt. Da kommen natürlich sowas wie jetzt die Webinare live drauf, aber eben auch zwischenzeitlich, zwischendurch mal Analysen und so weiter zu einzelnen Themen. Zum Beispiel jetzt der Uber IPO, da hat man wirklich ein sehr gutes Video auch kreiert. Also da auf jeden Fall auf YouTube schauen, wegen des Videos verschicken, das muss ich selbst schauen, das weiß ich nicht, ob wir da den Link rausschicken werden. Aber wie gesagt, ansonsten kurz einfach auch gerne bei mir melden. Kontaktdetails sollten bekannt sein und dann gerne einfach anfragen, dann schicke ich das gerne raus. Ja. Super. An dieser Stelle würde ich dann auch gerne nochmal darauf aufmerksam machen, wenn wir gleich das Webinar beenden, bleiben Sie gerne noch eine Minute dran, denn ganz am Ende haben Sie ein Feedback-Formular, was Sie ausfüllen können. Da würde ich Sie auch ganz herzlich bitten, wenn Sie das machen würden. Das würde uns wirklich sehr, sehr weiterhelfen. Einfach, dass wir wissen, auch in welche Richtung wir uns künftig bewegen sollen mit den Seminaren, mit den Webinaren, mit unserem gesamten Angebot, was wir hier an Lerninhalten haben, damit wir entsprechend auch das treffen, das Thema treffen, was für Sie letztlich relevant ist. Salah, hast du noch etwas hinzuzufügen zu deinem Part? Wann bist du eigentlich mal wieder hier in Zürich? Wann dürfen wir dich mal wieder begrüßen? Sicherlich irgendwas eingeplant, oder? Nee, aber ich bin gerne immer wieder in der Schweiz. Das ist natürlich Ja, sehr ja, gerne. immer eine Ehre für mich. Das kriegen wir sicherlich hin. Also ich bin mir sicher, dass wir nach der Sommerpause noch das ein oder andere Seminar und Webinar gemeinsam machen werden. Sehr schön, dann freue ich mich auf die Schweiz. Und nochmal betonend, dass es wirklich sehr wichtig ist, Feedback zu bekommen und wirklich auch kritisches Feedback, denn letztendlich können wir nur das aufnehmen, was Sie uns auch sagen. Wenn Sie noch Anregungen haben, wie wir in weiteren Webinaren hier arbeiten sollten, die Dauer oder sämtliche Sachen, die Ihnen da ins Auge fallen, gerne mitgeben. Ja, aus der Kritik kann man natürlich immer wieder was verbessern. Und wir werden in absehbarer Zeit noch weitere, denke ich mal, Webinare hier zusammen mit der IG Bank veranstalten. Freut mich immer wieder, Gast zu sein. Von daher, scheuen Sie sich nicht, geben Sie uns ein ehrliches Statement. Gut. Wunderbar, dann sage ich ganz herzlichen Dank, Salah. Ich Ich danke euch. hoffe, Sie haben alle was mitnehmen können. Ich denke, wirklich ein sehr spannender Einblick. Wie gesagt, wäre toll, wenn Sie das Feedback-Formular noch ausfüllen würden. Ich bedanke mich an der Stelle, wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Kommen Sie auch gerne jederzeit bei uns hier im Büro am Paradeplatz 4 vorbei. Besuchen Sie uns, wenn Sie Fragen haben oder einfach nur mal schauen, wo wir sitzen und wer wir sind. Da würden wir uns natürlich sehr freuen. An der Stelle, ich sehe draußen, das Wetter ist sehr sonnig. Genießen Sie den Abend. Ich hoffe, Sie können dann noch irgendwie in den Garten oder vielleicht mit ein paar Leuten was trinken gehen. Das werde ich auf jeden Fall jetzt machen. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend und bis hoffentlich bald wieder, entweder vor Ort oder bei einem unserer nächsten Webinare. Dankeschön, Ganz auf von meiner Wiedersehen. Seite auch. Au revoir. Merci. Tschüss.